Ein ganz liebes und herzliches Hallo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Ausflug zur großen Klette. Die begegnet mir seit ein paar Tagen so mächtig und kraftvoll, dass es, glaube ich, an der Zeit ist, ihre Seelenbotschaft und auch ein bisschen ihre ganz allgemeine Botschaft zu vermitteln. Schaut mal hinter mir, das ist alles die große Klette. Die wächst so kräftig und groß und ich muss einfach über sie erzählen. Ich muss einfach über sie erzählen. Ja, und dafür sitze ich mir jetzt gleich mal ein bisschen in ihren Schatten und aber auch so in ihr Energiefeld. Denn die große Klette heißt ja nicht nur sonst große Klette, die ist wirklich riesengroß und sie hat so diese großen Blätter, die Blätschen, wie man sagt, die können auch ganz wunderbaren Schatten spenden und insgesamt ist diese Größe der Pflanze natürlich schon ganz in engem Zusammenhang mit ihrer großen Heilkraft, aber auch mit ihrer großen feinstofflichen Kraft. Als Heilpflanze kennen es wahrscheinlich viele von euch. Das Klettenwurzelöl kriegt man durchaus auch zu kaufen und da wissen ganz viele, dass das wunderbar hilft bei verschiedensten Hauterkrankungen, bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte, bei Ausschlägen, bei trockener Haut und so weiter. Manche schwören auch darauf, Klettenwurzelöl auf den Haarboden aufzutragen, wenn sie unter Haarverlust leiden. Also die äußerliche Anwendung der Klettenwurzel ist uralt und man kann zum Beispiel auch diese großen Blätter von ihr ein wenig zerdrücken und diesen Pflanzensaft dann auf Hautstellen auftragen. Ganz, ganz eine wunderbare Heilkraft. Ich liebe aber auch ihre große innerliche Heilkraft. Also ich setze mir jedes Jahr dann im Herbst eine Klettenwurzeltinktur an. Der heilkräftigste Teil der Pflanze ist die Wurzel oder auch die Samen. Und diese Klettenwurzeltinktur, die hilft mir unglaublich gut, den Körper zu bereinigen, zu entgiften. Denn so wie die Klettenfrüchte, von denen wir nachher gleich noch hören werden, richtig kleben bleiben, sich einhängen in unser System, so sind auch innerlich oftmals Gifte in unser körperliches System praktisch eingedrungen, wo es immer wieder mal notwendig ist, diese auszuleiten. Also die Klettenwurzeltinktur kann wunderbar Schwermetalle ausleiten, aber auch ganz viel anderes, was unseren Körper belastet. Pilze, Viren, Bakterien, Keime, also das kann alles die Klettenwurzeltinktur ausleiten. Sie entgiftet, sie reinigt das Blut, sie hilft dem Nierensystem eben auch diese Stoffe dann aus dem Körper hinaus zu befördern. Und ich spüre halt, wenn ich sie einnehme, wirklich so eine große Kraft der Bereinigung meines Systems, auch innerlich. Einmal, wenn man innerlich sich von diesen Lasten befreit und der Körper wieder rein wird und frei wird, dann spürt man das einfach. Und so gönne ich mir mehrmals jährlich eine Klettenwurzelkur. Wenn ihr die Klettenwurzel als Tee trinken möchtet, passt nur auf, dass ihr einen kalten Ansatz macht. Ja. Das ist jetzt schon mal von der körperlichen Heilkraft das Wichtigste. Mir sind ja doch die feinstofflichen Kräfte derzeit fast ein bisschen wichtig und auch die Seelenbotschaften. Also die Frage, warum wächst denn die Pflanze heuer ganz besonders kräftig? Diesen beiden Fragen möchte ich jetzt gemeinsam mit euch noch nachgehen. Und dafür setze ich mich jetzt nur mal in den Schutz der großen Klette. Sie ist ja wirklich, also mit ihrer Größe und mit ihrer Kraft ist sie eine der stärksten Schutzpflanzen seit jeher gewesen. Sie ist auch eine Bärenpflanze. Das Wort Bär steckt ja in ihrem Gattungsnamen drinnen. Das heißt, sie ist bärenstark in ihrer Schutzkraft. Man hat früher auch hat sie Amulette aus der Wurzel gemacht und wenn man dieses Amulett getragen hat, hat es einen sehr großen Schutz bewirkt und ganz allgemein hat mir die Klette sehr, sehr gern als Schutzpflanze hergenommen. Sie hilft uns dabei, wieder den eigenen Raum auch zu befreien und in diese Größe zu entfalten. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist viel zu viel, was in eurem System, in eurem feinstofflichen System sich eingenistet hat, vielleicht euch sogar anhaftet. Oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie fühlt sich bei mir alles so klein und eng an, ich habe überhaupt nicht meinen Raum, meine Größe, dann setzt euch einmal zu einer großen Klette. Sie wird euch helfen, euer ganzes Feld zu bereinigen.
zu befreien von fremden Energien, von anhaftenden Energien. Immer wenn eine Pflanze so Klettenfrüchte entwickelt, dann hilft sie auf feinstofflicher Ebene, anhaftende Energien zu lösen. Und da könnt ihr euch wirklich hinsetzen zu ihr und darum bitten, dass das, was sie da so wirklich oftmals so grob einnistet in unser energetisches Feld, dass sie das löst. Und ihr werdet merken, dass wenn ihr bei der Klette sitzt, dass euer Raum immer größer und weiter wird und freier. Und so wie die Klette innerlich Giftstoffe löst und hinaus aus dem Körper befördert, so macht sie das auch feinstofflich. Und ihr werdet spüren, der Raum wird groß, größer, größer, größer. Und ihr erinnert euch wieder an eure innewohnende Kraft und an eure innewohnende Größe. Das tut wahnsinnig gut. Die Blütenessenz ist dann auch so, dass sie uns in unsere innere Kraft, in unsere innere Größe wieder zurück begleitet und uns eben auch dabei unterstützt, alle diese Energien, die auf uns einwirken und uns manipulieren oder klein machen oder verändern wollen, zu lösen. Also eine ganz wunderbare Pflanzenbegleiterin, wenn es darum geht, in die eigene Kraft zu finden und alles Fremde, energetisch giftige, alle Keime, alle parasitären Energien zu lösen. Ich habe es am liebsten, wenn ich mir einfach zu ihr sitze dazu und wenn ich eine halbe Stunde bei ihr sitzen bleibe und danach habe ich das Gefühl, ja, ist wieder alles rein und sauber. Ich bin wieder ganz bei mir. Immer wenn eine Pflanze so häufig wächst oder so auffällig auftritt, schaue ich natürlich dahinter. Das ist dann so meine eigentliche Aufgabe, diese Seelenbotschaften der Pflanzen weiterzugeben. Und die große Klette hat heuer meiner Meinung nach eine ganz große Seelenbotschaft für uns alle. Sie ist ja eine Bärenpflanze, das heißt, sie steht sehr tief auch mit der Kraft des Bären in Verbindung. Der Bär ist bei uns eines der stärksten Schutztiere, auch eine der stärksten Tiergeister überhaupt. Also er hat in unserer Kultur ganz große Bedeutung. Der Bär steht auf der einen Seite für die Gebärmutter und die Bärinnen stehen ganz stark mit der Frauenkraft in Verbindung. Der Bär ist aber auch die Verkörperung des Sonnengottes und damit dieses goldenen Aspektes der männlichen Kraft. Also er steht für mich ganz stark auch mit der heilen männlichen Kraft in Verbindung und da spüre ich die Kraft dieser Pflanze heuer so stark. Also so wie sie der Bär, die große Klette, die Bärenklette wollte ich jetzt schon sagen, wie sie die große Klette heuer ganz besonders kräftig entfaltet und sie wirklich in ihrer vollen Größe und Schönheit und vor allem Kraft zeigt, so entfaltet sich in meiner Wahrnehmung gerade auch die männliche Kraft wieder. Und ich glaube, dass die große Klette tatsächlich sehr viel dazu beitragen kann, dass sich diese männliche Kraft wieder heilvoll entfaltet. Sie steht auch für die weibliche, also sie hilft auch uns Frauen in unseren Schoßraum zurückzufinden, in unsere weibliche Schöpfungskraft. Davon habe ich aber eh schon sehr, sehr, sehr viel gesprochen. Vielleicht werde ich diesbezüglich nur einmal extra mit ihr arbeiten, weil heute wird es mir wirklich ganz stark darum gehen, diesen männlichen Aspekt hervorzuheben, weil ich den so stark gerade in meinem Feld habe. Ich spüre gerade, wie die Männer aufstehen, heilen, sich zeigen, sich wieder anbinden an diese ganz wunderbare und heile männliche Kraft. Und ich spüre auch ein bisschen, dass ich als Frau diesen Raum öffnen darf. Also ich habe schon so viele Aufgaben in meinem Leben erledigt und es hat ganz, ganz oft damit zu tun gehabt, dass ich den Frauen helfe. Derzeit spüre ich, ich darf ein Feld öffnen, wo die männliche Kraft zurückfindet. Es finden auch gerade ganz viele reale Männer in meinem Kreis, wo ich dann mich hinsetze als Mama, als große Mutter, als, keine Ahnung, als Begleiterin und wo ich das Gefühl habe, wenn die Männer da sind, dann können sie wieder ganz sie selber sein und sich auch ein wenig aufrichten. Ich habe das Gefühl, dass viele Männer und deren Müttern ein wenig gelitten haben, dass die Mütter oftmals Männer klein gehalten haben und mein Empfinden ist jetzt, ich darf da einen Raum öffnen, wo ein Mann wieder, ja, einfach Mann sein darf mit allen Aspekten und sie da in meinem geschützten Raum eben auch ein bisschen
zeigen darf, zu sich stehen darf, seine Gefühle zulassen darf, seine Worte sprechen darf. Und ich halte halt da ein bisschen diesen Raum. Und das mache natürlich nicht nur ich, das ist ein Blödsinn, weil ich sage, das mache ich. Das ist gerade das, was im Feld geschieht, dass eine sehr weiblich-mütterliche Kraft da jetzt ein ganz neues Feld öffnet, eben wo die Söhne, die Männer, wieder zu Söhnen und Männern werden dürfen, frei sein dürfen auch, wo sie nicht von den Müttern klein gehalten oder manipuliert werden, sondern wo sie jetzt endlich alles das zulassen dürfen, was wirklich in ihnen ist. Und der Bär, sage ich schon wieder, die Bärenklette, die große Klette unterstützt uns da auch sehr, sehr stark auf dem Weg. Sie unterstützt einerseits uns Frauen, dass wir eben in diese Schöpferkraft hineintreten, dass wir diese Gebärmutterkraft, die Kraft der großen Mutter in uns wieder entfalten. Sie hilft auch uns, die eigene Größe zu wahren und zu uns zu stehen. Und ich spüre das auch sehr stark, dass ich derzeit einen Weg gehe, wo ich nur mal wesentlich kraftvoller zu mir und zu meiner Aufgabe stehe. Also da nehme ich die Klette auch sehr gerne als Hilfestellung an. Aber ich spüre noch mehr, dass sie an der Seite unserer Männer ist und dass sie sagt, hey, es ist Zeit aufzustehen, richtet euch auf, bindet euch wieder an Erde und Himmel, löst alle diese fremden Einflüsse von euch, die Zeiten der Kriege, die Zeiten der Väter, die nicht da waren, die Zeiten, wo die männliche Kraft wirklich nicht hat frei sein können. Da waren ganz, ganz viele Energien im männlichen Feld, die sehr giftig wirkten und die große Klette löst eben diese Gifte und diese anhaftenden Energien. Und ja, mein Spüren ist einfach, dass das männliche Feld sie derzeit befreit. Und es braucht ein klein wenig Unterstützung und ganz viel Liebe dazu, aber auch ganz viel Schutz und Vertrauen. Denn irgendwo hat dieses männliche Feld das Vertrauen verloren. Einerseits in sich selbst, aber auch in das große Ganze, wo diese heile männliche Kraft so lange nicht hat sein dürfen. Da gibt es ja ganz viele unheile männliche Felder, aber dieses heile männliche Feld hat jetzt sehr, sehr lange nicht sein dürfen. Und da habe ich das Gefühl, dass uns die große Klette eine wunderbare Unterstützung leistet. Und es reicht aus, wenn ihr euch immer wieder zu ihr setzt. Und als Frau schaut es vielleicht wirklich, wenn es euch schon gelingt. Also ich weiß natürlich, dass es auch Momente gibt, wo es nicht gelingt, dass man den Männern wieder diese Liebe schenkt, weil man einfach selbst zu viel erfahren hat. Bei mir ist jetzt da sehr, sehr vieles überwunden von diesen alten Zeiten und ich kann mich wirklich mit weit offenem Herzen und ganz, ganz viel Liebe und Wertschätzung diesem männlichen Feld öffnen und kann auch diese Kraft gut halten, wo ich spüre, das darf jetzt sich aufrichten, zurückkehren, heilen. Ja, und als Mann kann ich euch nur sagen, wir brauchen jetzt diese heile männliche Kraft. Wir brauchen jeden Einzelnen, der in seiner tiefen inneren männlichen Liebe aufsteht, der sagt, ich bin ein Kind von Erde und Himmel, von Göttin und Gott. Ich bin da, um das Leben zu behüten und zu beschützen. Ich bin da mit meiner männlichen Kraft, die ist so groß und so wunderbar. Und ich werde diese Kraft jetzt wieder entfalten, unabhängig von allen Bildern des Männlichen, die so vieles in den letzten tausenden Jahren zerstört haben. Also mein Spüren ist, die männliche Kraft kehrt zurück. Mein Spüren ist, es braucht dringend die männliche Kraft. Und mein Spüren ist auch, dass es die Aufgabe von manchen Frauen ist, diese Felder zu öffnen, zu halten, dass die männliche Kraft zurückkommen kann, heilen kann, sich aufrichten kann, sich zeigen kann und dann auch wirklich wieder wirken kann. Das wäre meine heutige Botschaft der großen Klette.